Hey, ihr lieben Gartenfreunde, schön, dass ihr wieder da seid. Ja, Schnecken im Garten, die können richtig hartnäckig sein und uns Gärtner ärgern, gerade wenn wir ein Gemüsebeet haben. Es gibt aber einen kleinen Trick mit Haferflocken, ja, wie ihr Schnecken ganz einfach aus eurem Garten vertreiben könnt, und den zeige ich euch jetzt. Ja, ich habe hier zum Beispiel schon ein bisschen Kopfsalat angebaut, und das lieben die Schnecken, gerade so junge Pflanzen, da machen sie sich drüber her. Diese Glaskuppeln, die ich drüber gemacht habe, das ist nur wegen Kälte, gar nicht wegen Schnecken. Die Schnecken halte ich, wie gesagt, ganz gut anders ab, zum Beispiel mit Haferflocken. Jetzt könnte man ja meinen, dass eben aufgrund der körnigen Struktur die Haferflocken vielleicht die Schnecken abhalten, wenn man die hier so um die Pflanzen herum verstreut. Das ist es aber nicht. Denn es ist was ganz anderes, und ihr braucht noch was Zweites, und zwar ein feuchtes Tuch braucht ihr. Ja, dieses feuchte Tuch nehmt ihr nämlich, um eine Schneckenfalle zu bauen. Schnecken lieben nämlich als Nahrung Haferflocken, wenn die so richtig schön manschig und weich sind, also gar nicht von der Struktur körnig. Das heißt, ihr gebt es hier in das feuchte Tuch rein, ja, und jetzt geht ihr wie folgt vor. Ihr platziert dieses Tuch jetzt dort, wo die Schnecken im Idealfall herkommen. Das müsstet ihr mal beobachten. Ansonsten, wenn ihr euch da nicht ganz sicher seid, dann entfernt ihr das ein bisschen weiter weg vom Beet. Ja, Schnecken machen sich immer leicht. Ihr wisst selber, es sind langsame Tiere. Die lieben also kurze Wege. Also am besten das jetzt dorthin geben, wo die Schnecken herkommen. Da legt ihr das dann hin. Lasst das so ein bisschen offen, leicht zu, so eine kleine Höhle bauen sozusagen. Und jetzt werden nachts die Schnecken kommen und sich über dieses Buffet stürzen. Ja, die sind gerne nachts aktiv, weil die Feuchtigkeit eben nachts ein bisschen höher ist. Und ja, am nächsten Morgen werden die Schnecken sich hier drüber hergemacht haben und natürlich auch gleich hier in diesem feuchten Tuch bleiben, weil da haben sie ein Dach über dem Kopf sozusagen, da ist es feucht, da ist Essen, wunderbar, das wollen sie. Dann braucht ihr nur noch eins machen, das Tuch aufzusammeln und entsprechend dann, ja, die Schnecken umsiedeln. Am besten so weit weg wie möglich, und da die, wie gesagt, kurze Wege bevorzugen und nicht so lange Strecken zurücklegen, seid ihr die dann auch los. Und das müsst ihr halt regelmäßig machen, bis die Schnecken weg sind. Ansonsten ist es natürlich so, dass man schon vorbeugen kann gegenüber Schnecken. Und das fängt im Herbst schon an. Dann hat man im nächsten Jahr so gut wie gar keine Schnecken oder auch weniger. Dazu habe ich euch dieses Video hier mal verlinkt. Schaut euch das unbedingt mal an. Dann habt ihr wirklich wesentlich weniger Probleme mit Schnecken. Bei mir hat es wunderbar funktioniert. Ich hoffe, das Video hier war informativ und hilft euch. Wenn ja, freue ich mich gerne über ein Abo, wenn ihr es nicht schon tut. Ansonsten Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal.